Ein gutes Bier hat nur drei Zutaten: Wissen, Erfahrung und Kreativität. Jeder, der im Biersektor arbeitet, Bier liebt, Bier braut, hat eine Geschichte zu erzählen. Ich war offiziell 16. Nein, 14, schätze ich. Schmeckt halt damals wie Bier noch. Es ist wie, glaube ich, wenn man das erste Mal einen Kaffee trinkt. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, okay, man schmeckt da einzelne Komponenten. Es ist nicht der Brauer, der das Bier macht, es ist die Hefe. Bier ist meine Kunst. Es ist ein Weg, mich auszudrücken, zu erfassen, was auch immer mich inspiriert hat. Für mich ist es eine Kunstform, wie jede andere Kunst. Ich weiß nicht, wie Malerei geht, aber ich weiß, wie Brauen geht. Also begann ich zu brauen. Ich fragte, dieses Bier basiert auf einem Architekten? Und er? Absolut. Und seine Farbe soll sein wie ein belgischer Sonnenuntergang. Ich war ganz hin und weg, dass ein Brauer sich auf diese Weise seinem kreativen Handwerk näherte. Ich glaube, die Leute kommen, weil sie unsere Werte trinken wollen. Und sie wollen jene Werte trinken, wie sie selber schätzen. Meine Ziele als Brauer sind, probieren jeden Bierstil, den es nicht jeden, aber die Bierstile, die man selber auch schmecken, ja, bis aufs letzte Detail eigentlich wirklich alles richtig und gut zu machen. Also, und somit die Leute einfach frei zu bringen. Wollt ihr probieren? Es ist das hier, Jungs. Leidenschaft und Herzblut.